Das habe ich jetzt. Das Glas, ja, das Glas kann da auch erstmal drin bleiben. Ist alles halt noch nicht bestens sortiert, aber vorerst sollte das so reichen. Ein paar Cobblestones habe ich natürlich jetzt auch hier reingetan. Ich bin auch immer so sinnig. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Schaufeln. Und ihr ahnt doch, glaube ich, schon, was kommt, oder? So, zack und zack und zack und zack. So, und jetzt brauchen wir noch ein paar Spitzhacken. Weil wir werden uns jetzt einen kleinen Zugang zur Mine direkt vom Haus aus graben. Damit wir dann einfach eine direkte Verbindung haben und immer außen rumlaufen müssen. Was ist denn das immer? Wir kriegen immer Damage, aber die Spinne greift uns nicht an. Das ist ja sehr. Achso, ich habe kurz die Orientierung verloren. So. Also hier ist mitten unter unserem Haus. So. Hier durch. Ich hoffe, das passt jetzt so einigermaßen mit der Mine. Da, wo der Stamm des Baumes ist. Der ist hier. Ein an den vorbei. Und ich sehe eine schöne Bucht. Die werden wir auch später noch ausnutzen. Glaube ich, meine ich, denke ich. Wir müssen jetzt da, glaube ich, an den Stamm vorbei. Und natürlich passt es mit der Mine überhaupt nicht. Das macht aber auch nicht allzu viel. So. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. So, ich überlege gerade, ob es einfach am sinnvollsten ist, wenn ich vom Haus aus grabe. Allerdings macht das auch nicht so viel Sinn. Ich glaube, ich gehe einfach mal kurz hier. Gehe ich hier runter? Nein, ich gehe nicht hier runter. Ich werde jetzt einfach mal einen kleinen. Nein, das werde ich auch nicht tun. Ach ja, ich überlege es mir ständig anders. Zack, da werde ich jetzt erstmal einen Erdblock hinsetzen. Jetzt habe ich wahrscheinlich keine Materialien, um später zur Not nochmal hochzugraben oder hochzubauen. Hauptsächlich geht es auch darum, jetzt gerade mal was zu testen. Und ich hoffe, dass die Sounds gerade alle so passen. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier gerade das erste Mal wieder seit längerem auf. Und ich weiß gar nicht, ob das so alles passt. Eisen, das können wir ja gleich mal mitnehmen. Ne, geht's auch nicht viel weiter. Dann werden wir hier einfach mal kurz mit Cobblestones alles zubauen. Und ich glaube, wir können uns auch wieder nach oben bauen, weil so wirklich den Erfolg, den ich mir eigentlich versprochen habe, hatte das Ganze jetzt nicht. Und ich, ja, ich weiß, dass ich da Kohle übersehen habe, aber Kohle haben wir schon mehr als genug eigentlich in letzter Zeit. Natürlich, eigentlich Kohle kann man nicht genug haben, aber so vorerst reicht das schon an der Menge. So. Naja, dann grabe ich erstmal vom Haus aus, glaube ich, hier rüber. Das müsste auch funktionieren, dass wir wenigstens so bis zur Höhle da vorne kommen. Kann man hier immer noch so ein abgewinkeltes Stück graben. Und ja, die ganzen Tiere hier. Das ist doch schon eine schöne Pracht. Also die Map, muss ich echt sagen, die gefällt mir wirklich. Was ich allerdings noch gerade suche, ist so eine Art kleines Tal für ein kleines Bauprojekt und Kühe. Weil Kühe vermisse ich sehr. Sehr, sehr, sehr. Weil Kühe habe ich irgendwie hier noch gar nicht so wirklich gesehen. So, was wollte ich? Ah ja, mich nach unten graben. So, natürlich steht jetzt gerade da das Bett. Das ist aber auch gar nicht so problematisch. So, und dann gehen wir hier, glaube ich, nochmal zwei runter. Noch die zwei. So, und jetzt hier einfach nach vorne durch. Ich hoffe, dass wir dann einfach irgendwo da vorne auch weiterkommen. So. Ja, weil aktuell weiß ich nämlich noch nicht so wirklich, wo wir hier jetzt gleich auskommen werden oder vor allem, wo wir hoch müssen. Aber das müssten wir eigentlich sehen, weil da habe ich einen kleinen Cobblestone-Turm gebaut. Ich hänge hier meine Fackel hin. Die werden wir zwar sowieso gleich nochmal wegmachen müssen, da ich das Ganze hier noch etwas ausbauen will. Ich hoffe jetzt. Natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, hoffentlich kommt hier erstmal nur Erde, zumindest für eine Zeit lang. Aber dieser Wunsch blieb uns ja leider nicht, oder wurde ja leider sofort zunichte gemacht. Die Kohle können wir ja gleich auf dem Rückweg mitnehmen. Dieser Gang ist sowieso nur provisorisch, der wird später noch etwas größer werden. Und vor allem noch etwas größer und verzweigter später mal.
Bald spätestens, wenn die Minen alle größer werden, wird auch dieser Gang etwas mehr Bedeutung kriegen. Aber nicht nur der Gang, da wird es von denen noch ein paar mehr geben. So als Art, ja, unterirdisches Verbindungslabyrinth, schätze ich mal. So, die Schaufel ist ja fast schon mal hinüber. Kann ich die jetzt eigentlich... Nee, kann ich wahrscheinlich nicht. Dafür brauche ich wahrscheinlich noch eine andere Schaufel. Ja, dann kann ich die Spitzhacke auch erstmal austauschen. So, zack, 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 zack. Irgendwo tropft es. Ich habe, glaube ich, Halus mittlerweile. Nein, Spaß. Also, das ist vom M-Atmosphere-Mod, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen witzig in letzter Zeit hier schon. Und ich weiß gerade nicht, warum meine Maus eigentlich weggezogen hat. Eigentlich dürfte das mit der neuen nicht mehr passieren. Mich würde gerade mal interessieren, wo wir sind. Also, wir sind irgendwo in der Nähe einer Höhle. Das kann ich sagen. Allerdings weiß ich nicht, ob die Höhle mit unserer Höhle in Verbindung steht. Und wo sie sich denn genau befindet. Weißt du, mich interessiert gerade mal, wo wir sind. Schweine? Hallo? Bist ja fast so lästig wie mein Hund, hör mal. Könntest du dann mal irgendwie zur Seite am besten wieder hochgehen? Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber es ließ sich ja irgendwie nicht vermeiden. Ja, also ich sag mal, so eine gute halbe Strecke haben wir geschafft. Es kann auch etwas dauern. Ja. Ja, viele wissen es ja, ich war ja im Urlaub in letzter Zeit und naja, ne, es war nicht verkehrt. Ich habe so auch das ein oder andere Bauprojekt, von daher ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Oder ob das in der Aufnahme davor war. Und eins der Bauprojekte machen wir jetzt hier schon mal den Tunnel. Und das andere können wir frühestens in Angriff nehmen, sobald wir die Höhlen etwas weiter erforscht haben. Und dafür werden wir Leder benötigen. Das heißt, als erstes werden wir uns eine kleine Farm bauen. Das setzt allerdings voraus, dass wir noch etwas mehr Holz sammeln und ja, viel mehr Holz sammeln. Vor allem da oben gleich den Wald noch roden werden. Aber erstmal will ich jetzt eine Verbindung zur Mine haben. Bevor uns nachher noch der ein oder andere üble Gesell ein Loch in die Wand springt. Außerdem brauche ich noch den Cobblestone. Weil ihr werdet auch später sehen, wofür. Und wir brauchen nicht gerade wenig. Das ist nämlich gut eigentlich, dass da vorne noch die Kohle war. Ich hätte doch die hier hinten noch mitnehmen sollen. Ja, ich ärgere mich jetzt gerade schon wieder ein bisschen drüber. Können wir gleich immer noch machen, irgendwo auf... Hier kommen wir jetzt aus. Jetzt wird hier gleich Wasser reinfließen. Ja, ich wusste es, aber das heißt, wir sind fast da. Das heißt, wir sind fast da. Das Gute ist, wir sind gar nicht so tief hier. Was eigentlich aber auch gar nicht so positiv ist. So. Ich glaube erstmal, wir müssen uns hier ein Dach drüber bauen, weil ansonsten... Mist. Ansonsten werden wir hier, glaube ich, jedes Mal reingezogen. Zack. So, 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 so. So, und es wird auch schon wieder dunkel. Mein Gott, das geht in letzter Zeit aber ganz schön schnell. Was macht er denn da? Hieronymo, du kriegst dann auf die Schnauze. Ah, nein, 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 nein. Mein Gott. Also, die gehen mir in letzter Zeit ganz schön auf den Geist hier. Glaube, ich sollte das hier mal zubauen und dann etwas mehr ausleuchten. Das habe ich ja gerade gar nicht so verfolgt eigentlich, weil ich dachte eigentlich in so einem kleinen Gang würden die gar nicht so spawnen. Ich weiß jetzt gerne, ob der aus der Decke oben gefallen ist oder ob der hier wirklich gespawnt ist, aber es sah mir aus, als wäre der hier gespawnt, weil der war ja noch ein Stück von dem Einstieg entfernt. Vielleicht ist er da auch hingelaufen. Wer weiß das schon? Manchmal gibt es Mysterien, die man sich nicht erklären kann. So. Mist, da hätte ich auch gleich den Sand entfernen sollen. Na, ich glaube, wir werden erstmal zurückgehen. Können wir uns erstmal aufs Ohr hauen, dann ist es nämlich draußen schon mal hell und ich hoffe, dann sind da nicht ganz so viele dunkle Gesellen unterwegs. Und hoffe mal, dass das Ganze dann etwas vernünftiger wird. Dass wir hier unseren Gang wenigstens fertig kriegen. Ja, hier hätte ich mir schon eine Treppe gerade bauen sollen. Ich hoffe, der ist nicht hier drin.
Dann kriegt er aber und so und überhaupt. Habe ich mich letztens irgendwie noch in der vorigen Aufnahme, nee, vorigen, da vor der Aufnahme beschwert, dass ich so. Wie kommst du denn hier rein? Also, ich habe die Brightness hier auf komplett hoch. Wartet mal kurz, ich stelle ihn mal ganz kurz runter. Aber selbst so dunkel ist das hier doch gar nicht. Ja, gut. Ist jetzt nicht gerade das Hellste. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus mit der niedrigen Brightness. Aber das ist mir doch ein Ticken zu dunkel. Ah, hier. Der Hecke könnte da gespawnt sein. Oder da. Ich wird sowieso noch etwas später ausgeleuchtet, wenn wir mal das erste Mal im Neta waren. Aber vorher haben wir ja leider keine Lightstones. Ich will sowieso demnächst mal in den Neta, aber dafür brauchen wir erstmal Diamanten und die finden wir auf einer Höhlentour. Nur die will ich halt jetzt noch nicht sofort unternehmen. Da wir da einfach noch zu schlecht ausgerüstet sind. Und erstmal sollten wir uns, glaube ich, ein kleines Haus bauen. Und dann brauchen wir ja noch einen Rucksack und so weiter und so fort. Und jetzt stelle ich erstmal die Brightness wieder höher. So, lalala, zack. Und weiter geht's. Ich kann eigentlich mal kurz ein Frühstück zu mir nehmen. Eine schöne, deliziöse Pilzsuppe. Geht sogar beim Laufen. Geht sogar. Ach so, ist voll. Ach man, in letzter Zeit sollte ich einfach mal auf etwas mehr achten. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen durcheinander. Ich ärgere mich immer noch drüber, dass mein Headset halt frühestens nächste BZW übernächste Woche da ist. Das finde ich einfach etwas ärgerlich. Aber da kann man leider nicht viel dran ändern aktuell. Das muss ich so hinnehmen. Ich weiß auch nicht, warum das in letzter Zeit irgendwie nicht lieferbar ist oder wie auch immer. Ob das Problem seitens Logitech ist oder irgendwo anderweitig herkommt, das weiß ich leider gar nicht. Es würde mich allerdings mal sehr interessieren. Weil man kriegt Sending zu. Ah, das ist der Punkt, wo wir uns runtergegraben haben. So, dann können wir jetzt gleich irgendwo zur Seite gehen. Ich könnte rein theoretisch ja hier mal gucken. Ich hoffe, wir sind jetzt keine Creeper und so. So, wie viele Blöcke müssen rum? 1, 2, 3, 4. 4. So. 1, 2, 3, 4. So, ich hoffe, das ist jetzt hier schon. Oder nicht noch ein weiter, aber selbst wenn das wäre auch gar, ist auch gar nicht so schlimm. Ich glaube aber, wir sind richtig hier in dem Gravel-Dings. Gravel-Reservat. So, und jetzt brauchen wir eine Schaufel. Eine Schaufel, um den Mistgravel hier abzubauen. Und ja, wir sind richtig. So, jetzt haben wir wenigstens hier schon mal einen kleinen Zugang. Das wollen wir jetzt auch. Ist wieder zu. So, und jetzt kommen wir schon mal wenigstens gefahrlos in unsere Mine und können auch mal nachts darüber sträucheln. Es hat zwar jetzt auch nicht so wirklich gebracht, dass ich den jetzt eigentlich gegraben habe, aber jetzt können wir da wenigstens schon mal rüber. Außerdem haben wir jetzt genügend Cobblestone. Ich nehme die Kohle hier aber vorher nochmal mit. Um uns. Das wird jetzt auch nicht allzu viel bringen. Aber wenigstens mehr als gar nichts. Besser als sie wegzuwerfen. Weil es füllt nämlich definitiv mehr auf als das Kleine. So weit ich das sehen kann. Von daher finde ich das jetzt nicht verkehrt. Sondern eher sehr positiv. Mein Gott, ich kriege schon Schwamm im Hals. Ich habe irgendwie in letzter Zeit wenig getrunken. Sollte mir aber angewöhnen, vor der Aufnahme etwas mehr zu trinken. So, zack, zack, zack. Und ich hoffe, dass ich diesmal aufnehme, weil ansonsten dürfte ich nochmal alles nochmal neu machen. Und ja, ich hatte ja schon die kleine Panne, dass ich da nicht aufgenommen habe. Aber bei Furps ist es in letzter Zeit auch so bluteinsichtig, da ich nämlich extra die Sachen ausgeblendet habe. Ansonsten sehe ich die auch in der Aufnahme. Also in dem aufgenommenen Video. Nicht während der Aufnahme, das wäre nämlich noch vom Vorteil. Aber da muss ich nochmal in den Einstellungen gucken. Das kann man, glaube ich, auch irgendwo anders einstellen. Nur habe ich bis jetzt noch keine Zeit zu gefunden, da ich auch gestern Abend erst wieder kam. Und von daher in letzter Zeit auch ein klein wenig, ja, nicht so viel Zeit hat, die Minecraft zu spielen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ist die ganze Kohle. Da werden wir uns einfach mal zwei Stacks mitnehmen. Und eigentlich können wir uns noch ein paar weitere Öfen bauen. Zack, 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 zack. So.